Jahren und Jahrzehnten sich gar nicht vorstellen können, was in der Umwelttechnologie heute alles so geht. Und es ist gut, dass wir inzwischen keinen Streit mehr haben. Es gibt viele Firmen, die sind Weltmarktführer. Vor allen Dingen auch im Bereich der erneuerbaren Energien. Und gerade die SolarWorld AG aus Bonn ist einer der Vorreiter deutscher Technologie. Und der Gründer und Vorstandschef Frank Asbeck ist heute hier. Muss er ja auch, weil er geehrt wird. Und er wird mit Recht geehrt, weil er einer derjenigen ist, die sehr früh darauf gesetzt haben, dass es eine andere Energie- und Klimapolitik gibt. Und deshalb zeichnen wir ihn heute mit dem Zukunfts- und Innovationspreis aus. Wenn ich denn schon könnte, Sie haben noch nicht Aspekt, dann würde ich schon mal.